Ja, wir sind vor einer Tierhandlung der besonderen Art. Hier gibt es Tierfutter und das rund um die Uhr. Aber ich nehme nicht an, dass du rund um die Uhr da drin stehst. Nein, stehe ich nicht drinnen. Die Leute, die es interessiert, die bekommen bei uns eine Chipkarte. Die wird dann registriert. Da brauche ich natürlich Name, Adresse von dem Kunden. Und der kann dann rund um die Uhr bei uns einkaufen. Die Sachen, also das Tierfutter ist gefroren in Viertelkilo, Halbkilo, Kilo, je nachdem, wie groß der Hund ist. Und kann natürlich roh gefüttert werden. Es gibt verschiedene Mixturen. Es gibt Pferdefleisch, zum Beispiel nur Pferdefleisch oder nur Kopffleisch. Und es gibt auch Mixturen. Das heißt, in einem ist Kopffleisch mit Fisch zum Beispiel, wo das Tier die Öle dazu bekommt. In anderen Produkten sind die Innereien dabei oder Hühnerhälse. Das gehört halt alles zum normalen Futter dazu und kann eigentlich unbedenklich gefüttert werden, da es von einem Fleischer kommt, wo die Produkte natürlich von der Veterinär geprüft werden und dann halt auch für Hundefutter verarbeitet wird. Wobei man sagen muss, also da kann man sich sicher sein, da ist keine Chemie drinnen. Nein, ist keine Chemie drinnen. Weil oft in den Fertigfuttern hat man ja oft diese Lockstoffe drin, also das ist da nicht drin. Nein, das ist da nicht drinnen. Und wenn es ein Hund halt noch ist, dann weiß er das und frisst es auch. Mit den Lockstoffen sind es natürlich schon sehr verführt. Lecker, schmeckt sehr gut. Und wenn man es umstellt, braucht es vielleicht ein bisschen, dass man sagt, okay, 2-3 Tage halte ich ihn ganz kurz. Aber bis jetzt hat noch jeder angefangen, Barfleisch zu fressen. Wie lange gibt es das Geschäft jetzt? Das machen wir seit 2 Jahren. Eigentlich war die Idee dabei, weil wir selber 2 Hunde haben und die eben mit Fleisch füttern. Und da haben wir gedacht, wir wollen doch einige Leute überzeugen, dass es vielleicht besser ist. Und darum haben wir das Geschäft eigentlich angefangen. Was mir gefällt, es braucht nicht wirklich viel Raum. Ne? Das ist, reicht halt wirklich ein ganz kleines Kammerl, so wie da. Und man hat wirklich ein tolles Geschäft und eine Rundumbetreuung. Ja, das war der Gedanke dahinter, dass man das halt ganz einfach eben mit einer Selbstbedienung macht. Und man kann auch, wir haben viele Kunden, die kommen am Abend, jeder ist berufstätig, jeder ist gestresst. Und dann fällt mir halt noch ein, oh mein Gott, Hundefutter vergessen, wo gehe ich geschwind hin? Und das kann ich da Freitag am Abend, Samstag, Sonntag, ganz egal zu welcher Zeit. Ne? Ja, jetzt holen wir sie in Haare her. Der hat uns eigentlich auf das gebracht. Selber schon lange Kunde da? Selber schon Kunde, seitdem mein Sohn einen Hund sich genommen hat und im Prinzip das Geschäft da ist. Der Hund wird jetzt 2 Jahre, also es hat genau zusammenpasst mit der Eröffnung von dem Geschäft und kurz nachher hat sie einen Hund genommen und wollte auch rohes Futter füttern, hat das mit der Tierärztin abgeklärt und ja, seitdem bin ich auch Kunde hier. Was fasziniert dich so an dem? Also für mich ist das Geschäft, hat den großen Vorteil, eben das rund um die Uhr offen hat, dass man kommen kann, wann man will. Weil wann kommt man meistens drauf, dass das Tierfutter zu wenig ist? Am Wochenende oder irgendwann am Abend, wenn man füttern will und alle anderen Geschäfte auch zu haben. Und ja, nachdem mein Sohn Barffutter füttern wollte, ist das natürlich optimal. Ich brauche nirgends hinfahren, es ist im Ort und ja, mit der Selbstbedienung, so schwierig ist es nicht. Also das schaffe sogar ich, dass ich da zu den Utensilien komme. Also das ist eigentlich ganz praktisch, man hat seine Karten, die muss man bei euch anfordern? Ja, die Karte bekommt man bei uns im Geschäft, Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und kann dann eigentlich gleich starten. In dem Moment, wo der Kunde bei mir war, und die Karte kriegt, kann er sofort ins Geschäft gehen und einkaufen. Das heißt, ich brauche die Karten, meine Kredit- oder Kontokarten und kann dann einkaufen? Genau, im Prinzip, ich habe mir nur die Karten gelöst und mit der Bankomatkarten oder auch die Visa-Karten geht, kann ich jederzeit zahlen, da ist eine normale Bankomatkasse drinnen. Dann kriegt man 2 Belege, einen Beleg schmeißt man da in den Safe hinein. Das, ich glaube, dass ihr informiert seid, was gekauft worden ist. Und einen Beleg habe ich selber als Nachweis, dass ich eben auch bezahlt habe. Und was mir gefällt, da gibt es keine Parkplatzprobleme. Da gibt es überhaupt keine Parkplatzprobleme. In Deutsch-Wagram gibt es großteils ja eh keine Parkplatzprobleme. Da haben wir sind wir auf der schönen Seite des Lebens mit den Parkplätzen. Ja, ich wollte wissen, was BARF heißt. Ich habe nachgegoogelt. Das heißt biologisch artgerechtes rohes Fleisch. Ist das richtig? Ja, das stimmt, das ist korrekt. Und noch, dass es nicht Vermischungen gibt, wenn man diese Zugangskarte holt,
natürlich, das Geschäft ist zu, aber bei Off-Limit in der Zeit noch einmal von 9? Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr. Okay, das ist also daneben bei Off-Limit. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt und jetzt warten wir auf die Kunden. Genau, vielen Dank.